in Deutschland rudimentär. Das einzige Land, das wissen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie den internationalen Kontext bekommen, was sich jetzt um den intensiven Schutz des Organspenders, Nierenspenders bemüht, ist die Schweiz. Die verlangen nämlich jetzt vor der Transplantation eine Aufwandsentschädigungsregelung und verlangen einen Risikoversicherungsschutz. Was ich immer schon an allen möglichen Stellen gesagt habe, wäre auch sinnvoll für Deutschland. In Deutschland wären die Krankenkassen, die Empfängerkrankenkassen, also Organempfängerkrankenkassen, zahlen die Kosten der Krankenbehandlung. Das ist der eine Punkt. Sie zicken herum, muss man es wirklich so sagen, im Hinblick auf den finanziellen Ausgleich, den die über Lohnfortzahlung haben. Da gibt es von der AOK, unserer hauptgesetzlichen Krankenkasse, Abteilungen oder Ortsgemeinschaften, wo man sehr schwer an den Lohn herankommt. Es gibt auch Anteile AOK München, die inzwischen bereit ist, da auch den finanziellen Aufwand jedenfalls teilweise des Spenders zu tragen. Die Regelung ist jedenfalls nicht vernünftig. Vor allen Dingen gibt es eine riesige Regelungslücke im deutschen Transplantationsrecht. Das ist die Lücke, was eigentlich mit Spätschäden geschieht, und eine Spätschädenregelung fehlt auch diesbezüglich. Ich bin persönlich der Meinung, dass der Gesetzgeber das in Angriff genommen hat. Das einzige Land nach meiner Ansicht, das da derzeit auf einem vernünftigen Weg ist, ist für mich die Schweiz im neuen Transplantationsgesetz. Und wir würden gut dran tun, in allen möglichen Hinsichten dieses Transplantationsgesetz der Schweiz nochmal näher unter die Lupe zu nehmen. Es ist jedenfalls bis auf wenige Ausnahmen sehr vernünftig. Ich will jetzt aber darauf nicht im Einzelnen eingehen. Also jedenfalls, die deutsche Regelung ist sehr rudimentär. Jetzt zu Herrn Rosenau, warum ich eigentlich nicht für die Widerspruchsregelung bin. Herr Rosenau, ich bin eigentlich für die Widerspruchslösung, und ich denke, sie hat zwei Vorteile. Sie hat A, den Vorteil, dass man an Organe rankommt, auch diesbezüglich, die zum Beispiel, wo es keine Angehörigen gibt, auch das wäre für mich der eine Punkt. Und also jedenfalls mal utilitaristisch jetzt gesehen. Und zum Zweiten hat sie den Vorteil, dass nach meiner Ansicht die Gespräche mit den Angehörigen leichter zu führen sind als bei der Zustimmungslösung. Deswegen bin ich eigentlich dafür. Ich bin trotzdem nicht dafür, derzeit in die politische Debatte einzusteigen, weil ich weiß, dass in Deutschland, wenn man in die politische Debatte über die Informationslösung über die Widerspruchslösung einsteigt, dass dann wieder die Hirntoddebatte beginnt. Und ich glaube, die ist insgesamt schädlicher als den Vorteil, den man über die Widerspruchslösung erhält. Aber an sich bin ich dafür, und ich glaube auch, dass die ganzen verfassungsrechtlichen Argumente, die gegen die Widerspruchslösung vorgetragen werden, die angeblich gegeben sind, auch nicht stimmen. Aber das wäre nochmal eine eigene deutsche Diskussion. Dann zu Ihrer Verteidigung der Begrenzung des Spenderkreises möchte ich mich vielleicht zunächst mal wie folgt einlassen. Also das Argument Autonomie kann man natürlich für mich, ich weiß, dass der Gesetzgeber das auch getan hat, für diese Beschränkung des Spenderkreises überhaupt nicht in Anspruch nehmen. A, es gibt zwei Arten des Begriffes der Autonomie, die bei uns im Medizinrecht eine Rolle spielen. Das eine ist der Autonomiebegriff im Sinne von Kompetenz, dass ich als Bürger die Kompetenz habe, zum Beispiel mich als Spender zur Verfügung zu stellen. Dass die Kompetenz beschnitten ist, ist ja völlig klar. Ich kann ja nicht spenden, wem ich will, sondern nur dem engen Spender. Also in dem Sinne passt es nicht. Zum Zweiten gibt es die Autonomie in dem Sinne, wie sie Psychologen häufig verstehen, in dem Sinne von Freiheit von Druck. In dem Sinne von Freiheit von Druck bin ich eigentlich bei anonymen Spendern auch wesentlich freier, als wenn mein Kind droht zu sterben und ich mir vor die Alternative gestehe, dem Lebeteil zu spenden. Also da gibt es einerseits den Druck der Situation, den ich bei Fremden eigentlich nicht habe. Das heißt, in dem zweiten Sinne der Autonomie leuchtet mir auch nicht ein, dass da diese Regelung Autonomie erweitert ist. Und lassen Sie mich aber, weil es schon angesprochen ist, ich habe das in meinem Referat, glaube ich, auch irgendwo formuliert, nochmal auf zwei andere Gesichtspunkte eingehen. Die zwei anderen Gesichtspunkte, die der Bundesgesetzgeber für diese Regelung angeführt hat, ist einmal, dass man Organhandel verhindern will. Da muss ich sagen, was man betreibt mit dieser Beschränkung des Spenderkreises, ist eine Art des Vorfeldschutzes, wobei ich das Organhandelsverbot schon für einen Vorfeldschutz halte im Hinblick auf die Autonomie. Und mir leuchtet strafrechtlich nicht ein, dass man jetzt das Vorfeld des Vorfeldschutzes betreibt. Deswegen halte ich von dieser Regelung
strafrechtlich auch schon mal gleich gar nichts. Und im Übrigen muss ich ja auch sagen, warum man ausgerechnet bei Organhandel einen Vorfeldschutz braucht, leuchtet mir rechtspolitisch auch nicht ein. Zumal wir vor Tötungsdelikten auch keinen besonderen Vorfeldschutz haben. Wir wissen, dass da es meistens Alkoholtäter sind und trotzdem verbieten wir jetzt nicht in bestimmten Rahmen jetzt überhaupt den Alkoholgenuss. Also warum man gerade beim Organhandel einen Vorfeldschutz hat, leuchtet mir nicht ein. Und jetzt kommt als nächstes dazu, es gibt eine dritte Begründungserlass, die, glaube ich, auch gerade mal wieder Herr Köhler in der Küpper-Festschrift beschritten hat, dass es eine Rechtspflicht des Einzelnen gibt, seinen Körper zu erhalten. Diese Art, die halte ich, ich bin ja auch von Hause aus Rechtspflichtler, ich lasse mich gerne auf die Kant-Exegese ein. Das ist nach meiner Ansicht nicht mal aus Kant herleitbar, zumal bei Kant die Rechtspflicht gegenüber sich selbst den Körper in die Liga zu halten, bei Kant als in der Tugendlehre vorkommt und nicht etwa in der Rechtslehre. Und das hat auch durchaus seinen Grund. Also dieser Begründungsstrang leuchtet mir auch nicht ein. Und ich stelle fest, dass es alle möglichen, weil nicht nur bei Crossover alle möglichen Probleme gibt, sondern auch in einem Kontext, wo ich Ihnen gerne mal Fälle erzählen kann. Beispielsweise habe ich mal, ich bin in der Lebensspendekommission, die auch prüft, ob Organhandel vorliegt und sonstige Voraussetzungen der Lebensspende gegeben sind, bin ich drin. Und wir hatten zum Beispiel einen Fall, wo ein junger Mann ein Mädchen im betrunkenen Zustand krankenhausreif gefahren hat, sodass sie eine Rollstuhlfahrerin war. Er hat nach 20 Jahren erfahren, dass sie eine Niere braucht, hat aber sonst keinen Kontakt. Er kann, auch wenn er es unbedingt wollte, weil er sich schuldig fühlt vor 20 Jahren, kann er nicht mal diese Art der Wiedergutmachung leisten, weil es unsere Begrenzung des Spenderkreises eigentlich ausschließt. Mir leuchtet es, dass man ihm die Kompetenz abspricht als Gesetzgeber und für unmöglich leuchtet mir einfach nicht ein. Ich könnte noch weitere Fälle bilden, wo man zeigen kann, dass es sinnvoll wäre, auch in Fremdverhältnissen Lebensspende zuzulassen, wo es einfach nicht möglich ist. Und vielleicht sollte man auch mal allen Kollegen, Juristen wissen das nicht, auch zwei Daten sagen zu den Folgen der Lebensspende. Das Risiko zum Beispiel bei der Nierenlebensspende ist weltweit betrachtet 0,03, das heißt auf 30.000 Lebensspenden gibt es einen Todesfall, was ich für relativ gering halte. Und zum Zweiten, es gibt eine sehr seriöse Langzeituntersuchung in Schweden, die dahin geht, dass Lebensspender leben länger. Muss man auch sagen, dass es so ist, kann man kaum bestreiten. Es ist der einzige Diskussionspunkt, ist, auf was das eigentlich zurückzuführen will. Da gibt es gute Gründe. Und ich finde, angesichts dieser Situation kann man schon etwas mehr autonomiestärkende Regeln hier auch im deutschen Recht implementieren. Jetzt war ich zu lange. Meslektaşımız biraz uzun izah etti ama her zaman burada değiller. Biz Türk arkadaşlarımızı zaten arada değişik toplantılarda görüyoruz. O nedenle biraz müsamahalı olduk. Sınıf arkadaşım bu anlayışla mütekabiliyet kuralını umarım uygulamaya kalmaz. Şimdi şu Oktar Vabuna olayı, olayın tam mahiyetini bilmiyorum. Kan verildi bildiğim kadarıyla. Onlar bundan sonra da basında aile eleştiriler vesaire çıktı. Yalnız bu aileye yakın birilerini tanıdım. Ben çok büyük bir hizmet yaptı Oktar Vabuna dedi bana. İnsanlar kanını verebilir, buna karışamayız. Yeter ki kendi sağlığına zarar vermesin bu kan verme. Bu uygunluk sebebi burada Rıza. Kanı aldıktan sonra bundan gen haritası vesaire DNA mena çıkarmak, veri elde etmek bizim kanunun 135-134 özel hayatın gizliliğine ilişkin, kişisel verilerin kaydına ilişkin bu 135. maddeyi ihlal eder. Ama benim kanım yurt dışına çıktı. Amerika'da veya başka ülkelerde de benzer hükümler vardır diye düşünüyorum. Ama kim takip edecek diyeceksiniz orada. Kim peşine düşecek, kim şikayetçi olacak? Atalan Üsküdar'ı geçtikten sonra bu sorunlar çıkacak ama bizim mevzuata göre suç olması gerekir. Bunun da ne kadar uygulandığından bu hükümlere Türkiye'de emin değilim. Çünkü bizde özel hayat kavramı fazla gelişmiş değil. Embriyo transferi
konusunda biz ceza normu konuşuyoruz. Yeni düzenlemeye ihtiyaç var bunlara, bu hükümlere ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ceza Kanunu'nun 92. maddesi cezasızlık. Bilmiyorum hiç kaza bela yaşayan oldu mu? Ben yaşadım, kan falan aradım. Vallahi parayı pulu gözünüz görmüyor. İzmir'de hocayken birisi vardı. İzbandit gibi birisiydi. Vücudu anormal derecede kan üretiyordu. Senin de bilmen lazım olur, bizim müttakarıydı. Yalvarırdı insanlar, bu adama gelirdi. Gece götürürlerdi. Mutlaka da para alırdı bu adam. Durum bu. Ha, insan onurunu küçültücü, aşağılayıcı. Hüküm dolayısıyla bizim hukuk ilkeleriyle uyuşmuyor. Ama bir de realite var. O gün sıkışıyorsunuz. Ben bir kaza yaşadım. Yaşadık biz onu. Gözünüz parayı bunu görmüyor. Hiçbir şey görmüyor. Yeter ki canı kurtulsun diyor. Şişman, sen de bilmen lazım bunu. Yurtta kalırdı. Yalvarırlardı. Bir realite var. İlkelerle uyuşmayan bir durum. Cezasızlık sebebi diyor. Kanunu yapanlar, biraz da bu hükümleri koyanlar sosyal ihtiyaçlara uysun diye kondu. Bilinçli olarak kondu, demek istediğim bu. Durum bu ama uymuyor. İnsanın değersizliğine, değersizliği ilkesine aykırı. Şimdi hanımefendi dedi ki benim hasarlı organlarımı alıyorlar dedi. Sizin hasarlı organlarınızı rızanız olmadan alırlarsa 91. maddenin ilk fıkrası gereği 9 yıla kadar 5 yıldan hapis cezası vermek lazım. Sadece almadan dolayı. Artı sizi bir organınızdan mahrum ettikleri için ceza kanunun yaralamaya ilişkin, organ mahrumiyetine ilişkin netice sebebiyle ağırlatı sebebi. 8-10 senede oradan vardır. Bu kadar. Ama uyguladığım ne kadar organı sorun bu. İkincisi, gerçekten kanser hocam bir organımız var. Yayılıyor bu. Doktor iyilik etmişse, bunu da kanıtlıyorsa ben o doktora ceza vermem. Rızasız da alsa. Niye? Bir can kurtarmış. Şimdi değerler arasında bir tarttığım zaman adam iyilik etmiş size. Rızanız olsa da olur, olmasa da olur. Madem ki insan onurundan, insan canının üstünlüğünden söz ediyoruz. Bunun böyle olması lazım diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok sağ olun Sayın Soyaslan. Açık seçik söyledi. Elbette unutmayın ki patolojik bir araştırma sonunda bu işler yapılıyor. O yüzden belgeleri vardır. Evet. Sayın Profesör, Profesör Lili söz almadan önce bir şey söyleyeyim. Bu bahsedilen olay, çünkü Türkiye'de olan bir olayla ilgili soru soruldu, cevap verildi. Bir şahıs acaba organ nakli için kendisine uyan bir doku var mı diye çok acımaklı bir şekilde propaganda yaptılar. Binlerce kişiden kan örnekleri alındı. Daha sonra basında çıkan şeyle amaç bu değil. Amaç Türkiye'deki insanlar hakkında bir genelleme yapılabilir mi diye Amerika'daki bir çalışmaya hizmet etmiştir gibi bir basında sözler çıktı. Onun için soruldu. Acaba Alman mevzuatında durum, böyle bir durumda nasıl değerlendirilir? Onu da siz yanıtlayarak cevap verirseniz belki konu daha da açıklık kazanır. Çok teşekkür ederim. Eine Reihe der Fragen, auf die ich nochmal eingehen möchte. Obwohl Herr Schroth schon was zum Spenderschutz beim Lebendspender gesagt hat, möchte ich noch einen Punkt anfügen. Zwei Punkte. Der eine Punkt ist, gegenwärtig berät die EU-Kommission über eine Vereinheitlichung des Rechts der Organtransplantation im EU-Bereich. In diesem Bereich hat aber gemäß § 152 EG-Vertrag die EU wahrscheinlich kein Regelungsrecht, weil es um die Subsidiarität geht, aber unabhängig von der Subsidiarität, die einzelnen Länder das selber regeln können, können Sicherheit der Organtransplantation auf EU-Ebene geregelt werden. Und im jetzigen Entwurf, der vorliegt, ist die Langzeitversicherung und Langzeitabsicherung für Organlebensspender dort ein wichtiger Punkt, der verpflichtend für die EU-Länder eingeführt werden soll. Auf zweiter Ebene haben wir ein riesengroßes Problem in der Praxis in Deutschland, weil Lebensspender
Spender für die Krankenkasse eine extreme Seltenheit. Es gibt daher keine einheitlich breite Erfahrung mit dem Recht an Ersatz, den Lebensspender zu bekommen haben. Und in unserer Hallischen Klinik wird sehr extensiv Lebensspende betrieben und der Chirurg beklagt sich unheimlich darüber, dass er bei jedem Patienten mit der Krankenkasse auskämpfen muss, das, was wir im deutschen Sozialversicherungsrecht Anschlussheilbehandlung nennen. Das heißt, wenn der Patient aus dem Krankenhaus kommt, nachdem er sein Organ gespendet hat, kann er morgen nicht wieder anfangen zu arbeiten, sondern braucht noch eine dreiwöchige Kur. Und die Krankenkassen weigern sich, diese Kur zu bezahlen, weil sie mit dem Selbstschädigungsargument kommen. Und da gibt es keine Absprachen, keine Regelung. Das ist so ein ganz praktisches Problem. Also dem türkischen Bahnbeamten kann man einen deutschen Bahnbeamten als Kollegen mit dem gleichen Problem, in der gleichen Problemlage an die Seite stellen. Dann ist die Frage mit der Blutspende oder den Daten der Blutspende an Amerikaner angesprochen worden. Hier geht es, vermute ich mal, um Blutgruppentypisierung für eine Datenbank für Knochenmarkspender. Und da würde ich sagen, das ist völlig unzulässig, das ohne Einwilligung weiterzugeben. Das halte ich nach deutschem Recht nicht für zulässig. Dann ist gefragt worden nach dem Embryonentransfer. In Deutschland ist alles, was mit Embryonen zusammenhängt, im Wesentlichen losgelöst vom Transplantationsgesetz. Wir haben einige Überschneidungen jetzt neuerdings durch das Gewebegesetz, aber Embryonentransfer an nicht verwandte Eispenderin ist in Deutschland verboten und ist im Embryonenschutzgesetz unter Strafe gestellt. Henning Rosenau, die erweiterte Zustimmungslösung ist ein Erfolgsmodell, die Kooperation der Krankenhäuser ist der Misserfolg. Ich sage das mal ganz grob hier, weil ich nicht in Deutschland bin, deutsche Ärzte sind geplagt von Unkenntnis, was die Organspende angeht, Unverantwortlichkeit, weil sie nicht wissen, was sie für die Patienten auf der Warteliste für eine Verantwortung haben, und Unlust sind die drei U's. Unlust heißt, der Hirntod ist nachts um 23 Uhr festgestellt. Jetzt habe ich als Arzt die Wahl, den Verstorbenen in die Leichenhalle zu bringen und nach Hause zu gehen und schlafen zu gehen oder eine Organspende aufzuziehen. Das ist ein Trubel, der bis in den nächsten Morgen geht. Und dann kommt der Chirurg um 8 Uhr und will operieren. Und dann ist der Spender noch nicht aus dem OP-Saal entfernt. Und ich kriege schlicht und einfach Ärger mit dem ärztlichen Direktor, weil am Ende der Umsatz nicht stimmt. Da liegt der Kern des deutschen Problems, wie man so offen hier sagen darf. Und als letztes vielleicht, ich habe neulich meine Kaffeemaschine zur Reparatur gebracht und als ich sie abholte, war im Kaffeebehälter eine Plastiktüte mit kaputten Dichtungen und einem zerplatzten Boiler. Das sind natürlich Dinge, die mich nicht interessieren, aber Sie haben natürlich völlig recht, wenn ich operiert worden bin, der Arzt, zu dem ich ein großes Vertrauen habe, zeigt mir wenigstens hinterher in einem kleinen Tütchen meine Nierensteine oder er zeigt mir das Röntgenbild hinterher. Ich glaube, das ist keine Frage des Medizinstrafrechts, sondern das ist eine Frage des ethischen Umgangs mit dem Patienten auf Augenhöhe. Das ist die Frage, wie gehe ich mit meinem Patienten um? Und meine subjektive Beobachtung, das ist nicht empirisch abgesichert, dass wir in der jüngeren Generation dort ein Abweichen von dem alten paternalistischen Arzt-Patientensystem haben. Jedenfalls für Deutsche kann ich das sagen, wo mir jüngere Ärzte begegnen, die sind sehr offen und auch in solchen Dingen sehr, sehr weit gehen. Weiter möchte ich die Zeit nicht in Anspruch nehmen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Son sözü Murat Bey'e, Murat Aydın Bey'e veriyoruz. Ancak bu arada bir hususu size vurgulamak istiyorum. Türkiye'de yaşanan bir konu. Bizim Bahri Öztürk arkadaşımızın eşi yoğun bakım uzmanı, doçentliğe hazırlanıyor. Onun katılamadığı bir toplantıda benim hekimlerin toplantısına katılmamı istemişti. Orada İstanbul'daki önemli hastanelerden bir tanesinin yoğun bakım ünitesi şefi olan bir doçent
yanmış, bir hasta getirilmiş yoğun bakıma, yoğun bakım ünitesine bağlanmış, aile terk etmiş, iki yıldır iki yoğun bakım ünitesinin bir tanesi buna tahsis edilmiş vaziyette. Cesaret edemiyorlar çünkü suçlu oluruz diye. Ne çözüm üretebiliriz diye sordular. Ben dedim ki bari bir sorun, o etik kurullarda çalışıyor. Evet, aile yaklaşmıyor bile. Böyle bir durumda gerçekten bakın hayat kurtarabilecek bir ünite icabında kullanılamaz hale gelebiliyor. Bir tarafta yaşama hakkı, öbür tarafta evdeki imkanlar. Hani meşhur, ben hep fıkra anlattığım söylenir ama bu fıkrayı anlatmadan geçemiyorum. İktisat fakültesi hocalarından eski bir rahmetli olan hocamız Şükrü Baba bir gün sınava gelmiş, öyle anlatılır. Mendilini çıkartmış, bütün cebindeki şeyleri vermiş. Yani cüzdanı, gözlüğü, her şeyi çıkartmış. Her öğrenciye diyormuş ki buradan bir tane seç, bir tane seçip bırak diyormuş, gidiyormuş. Demişler herhalde hoca bunadı. En son birisi gelmiş, mendilin dört tarafından tutmuş. Dur bakalım ben sana bir eşya seç dedim. Hocam demiş, dediniz ki siz derse başlarken insanoğlunun ihtiyacı sonsuz. Az sayıdaki araçlar, çok sayıdaki gereksinimleri karşılamak iktisat biliminin konusunu oluşturur. Benim de sonsuz ihtiyaçlarımı ancak mendili alırsam daha fazla karşılamak. Tabii sağlık konusunda da yani iki ünitesi olan bir önemli hastanenin bir tanesini iki yıl boyunca bir hastaya tahsis etmek zorunda kalmasının diğer çok daha yaşayabilme ihtimali olan hastalar bakımından yaratacağı sorunlar var. Etik bir konu olarak konu tartışılacak bir husus. Ben bu konuyu da açıkladıktan sonra Sayın Murat Güven Aydın arkadaşımıza sözü veriyorum. Buyurun. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Bu Oktar Babın olayına ilişkin cevabı Doğan hocam verdi. Ama ben 91. madde kapsamında eğer soruyorsan soruyu. 91. madde kapsamında bunun cezalandırılması mümkün değil. Zaten organ ve doku ticareti, organ ve doku nakli kanununda da baktığımız zaman kan alınması bu kapsamda değerlendirilmiyor. Ama dediğim gibi Doğan hocam biraz önce söylediği çerçevede cezalandırma mümkün olacaktır. Diğer soruya geldiğimiz zaman, yani başhekimin mesela biraz önceki vermiş olduğumuz örnek üzerinden bir soru geldi. Başhekimin hastanesinde hukuka aykırı olarak organ alınmasına göz yumması durumunda onun ihmal suretiyle suçu işleyip işlemediği husus soruldu. Bu kapsamda şunu düşünmemiz gerekiyor. Organ ve doku alınması belli ortamlarda yapılabilecek bir fiil. Yani sadece işte herhangi bir yerde yapılabilecek bir hareket değil. Mutlaka belli niteliklerde araç gerektiriyor. Organın alınması, nakledilmesi, saklanması belirli şartları gerektiriyor. Böyle olduğu için de bu şartlar maksimum derecede sağlanabileceği sadece hastanelerdir. Bu kapsamda da organ ve doku ticareti suçunun önüne geçebilmek istiyorsak, yani buna engel olabilmek istiyorsak bu kapsamda belki bize ağır geliyor olabilir bu tarz tedbirler ama bu kapsamda tedbirlerin alınması yararlı olacaktır. O nedenle de yani organ ve doku ticareti suçuna engel olabilmek açısından da ya da hukuka aykırı olarak organ ve doku alınmasına engel olabilmek açısından da burada kanaatimizce hekimin ihmal suretiyle organ ve doku ticareti su işlerini düşünmemiz gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Sayın Lili atladığı bir soruya birkaç kelimeyle cevap vereceğini söyledi. Bir kere daha kendisine söz veriyoruz. Entschuldigung, ich habe Ihre Frage vergessen. Und gerade, dass Sie unsere Gastgeberin noch sind, ist mir das besonders peinlich. Ich möchte nur noch mal eines erwähnen. Sie haben gefragt, und das ist mir auch ganz wichtig, nach dem Druck der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland auf die Organtransplantation. Dazu muss man sagen, dass in der Ausgangsposition insbesondere der Vatikan die Hingabe von Organen als einen wichtigen Akt christlicher Nächstenliebe dargestellt hat, dass wir zunehmend, allerdings nicht öffentlich, aber mit Druck hinter den Kulissen vernehmen, dass sich sowohl in der katholischen Kirche
das hängt mit Papst Ratzinger zusammen, aber auch in der evangelischen Kirche ein Druck gegen die Anerkennung des Hirntodes aufbaut. Und ich fand das ganz wichtig, dass Professor Schroth gesagt hat, in Deutschland bloß jetzt nicht dieses Thema anfassen, weil dann die Diskussion um den Hirntod möglicherweise auch mit restriktiver Argumentation von der kirchlichen Seite ins Feld geführt wird. Und man muss sagen, dass in Deutschland auch das Medizinrecht, ich möchte mich jetzt ganz defensiv ausdrücken, von der katholischen Kirche beeinflusst wird. Wobei ich vielleicht noch ergänzen kann, also der Haupthirntodgegner, Herr Höfling, ist persönlicher Berater von Kardinal Meißner und es gibt auch das Gerücht, dass der Kardinal Meißner in Köln eigentlich auch ein Gegner des Hirntodes ist. Und zum Beispiel die evangelische Kirche in Tutzingen hat als Vizepräsident der medizinrechtlichen Tagung einen erklärten Gegner auch des Hirntodes. Das heißt, es gibt zwar von der offiziellen Kirchenmeinung, die stehen positiv der Postmortalen gegenüber, es gibt aber subkutane Kulturen in der Kirche, die gegen den Hirntod als Tod des Menschen sind. Und in Spanien ist es durchaus üblich, dass zum Beispiel auch Pfarrer predigen und auffordern, die Leute zur Organspende. Das ist ist in Deutschland derzeit völlig undenkbar. Die würden das als anstößiges Angebot ansehen, wenn man sagen würde, geht doch mal in euren Predigten positiv auf die Organspende ein. Also es ist nicht so ganz geklärt, das Verhältnis. Evet, efendim, bugünkü oturumu bu geç saatlere kadar büyük bir sabırla izleyen, dinleyen, katılımlarıyla konuya zenginlik kazandıran tüm konuşmacılara ve dinleyici arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Konunun demek ki vardığımız sonuç olarak iki boyutu var. Bir taraftan gerçekten organ ve dokuya ihtiyacı olan kişiler ve bunlara hukuk çerçevesinde yasal yollarla yardım yapma ve bu konudaki mevcut hükümleri ileriye götürme yönündeki düşünceler acaba açarsak son konuşmalarda gündeme getirdi. Daha da mı geriye götürür yeni yaklaşımlar açısından? Kazanımları geriye mi götürür sorusunu da Almanya örneğinde gündeme getirildi. Ancak yine de öbür taraftan da tabii bundan suç örgütlerinin haksız kazanç sağlamasının önüne geçmek de önemli. Getirilen hükümler iyi niyetli yaklaşımları baltalayacak bir boyuta dönüşmeden hukuk adil ve insanlara yardım yapan bir yaklaşımla bu konuyu ele almalı ve bu yönde yaklaşım söz konusudur diyerek bugünkü oturumu kapatmak istiyorum. Hepinizi ben ve meslektaşlarım adına saygıyla selamlıyorum.